Hey Leute, ihr wolltet doch schon immer mal Dagi LP mit einem Crop Top sehen, oder? Dann ist heute euer Glückstag! Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem Dagi LP. Und keine Sorge, ich trage das nicht die ganze Zeit, auch wenn ich das gerne tun würde, weil, ja Leute, die Jahreszeit des Jammerns hat wieder angefangen, zumindest die Jahreszeit für mich des Jammerns, weil es ist wieder sehr heiß draußen, wir haben an die 40 Grad, die Sahara ist wohl irgendwie nach Deutschland rübergeweht, habe ich in den Nachrichten gehört, aber irgendwie habe ich da was falsch verstanden, glaube ich, weil irgendwie liegt da nicht so viel Sand draußen, alles sehr verwirrend, aber ist ja auch egal, weil wir sind Helden von Hogwarts, also ich bin ein Held von Hogwarts und ihr schaut mir beim Heldsein zu und... Ja, wir sind immer noch im Zaubereiministerium unterwegs, logischerweise, weil wir dort unser Praktikum haben. Und ja, ich war fleißig in der Zwischenzeit seit der letzten Folge und dieser und habe hier die ganzen Aufgaben soweit vorbereitet, dass ich, ja, wie letzte Woche schon gesagt, nur noch eine Aufgabe mit euch übernehmen muss. Und ich würde sagen, beginnen wir die Folge doch erstmal damit. Wir haben einmal die Aufgabe, Madame Bones helfen und Flüstergerüchte. Ja, sollen wir erstmal Madame Bones helfen, Leute? Machen wir das mal. Let's go. Dauert ja eh nicht lange. So, dafür müssen wir noch eben diese Aufgabe hier übernehmen, Historiker befragen. Oh ne, das ist doch bestimmt mit Binz, oder? Ach, lasst es uns tun, Leute. Los geht's. Bitte lass es nicht Professor Binz sein. Bitte lass es nicht Professor Binz sein. Bitte lass es nicht Professor Binz sein. Es ist Professor Binz. Warum machen die das denn? Historiker fragen. Befragen ist ja auch egal. Es ist an der Zeit, die Geschichte des Zaubergamots zu wiederholen. Und zwar sehr ausführlich. Alles klar. Ja, mega spannend, Leute. Meine Frage an dieser Stelle. Wen findet ihr motivierter bzw. lebensbejahender? Professor Binz oder Eric Munch? Ich bin mir da ehrlich gesagt gerade gar nicht so sicher. Ich würde glatt sagen, Binz ist lebensbejahender, weil immerhin, ey, der ist ein Geist, der hat viele Jahre hinter sich und von daher ist es ja irgendwo auch verständlich, dass er irgendwann mal, ja, müde ist, so, wisst ihr, wie ich meine? Aber Eric Munch, der ist in seinen besten Jahren mehr oder weniger und der benimmt sich als, ja, ein bisschen demotiviert. So, ein bisschen Tapferkeit nochmal, sehr schön und zum Glück brauchen wir für diese Aufgabe nur einen Stern. Diese Frage ist einfach. Wenn sie aufgepasst haben, habe ich nicht. Frage beantworten. Wie viele Hexen und Zauberer gehören zum Zaubergamott? 120, 50. Ich muss raten, ich habe wie gesagt nicht aufgepasst. Entweder 50 oder 100 würde ich sagen. Also es sind auf jeden Fall mehr als 20. Ich sag 50. Moin Leute. Ja, immerhin hatte ich eine Chance von 33,33 Periode Prozent. Könnt ihr bitte mal mich loben in den Kommentaren? Das ist doch richtig, oder? Ein Drittel von 100 ist doch 33,33 Periode, oder? Und nein, ich meine nicht die Periode von den Frauen. Nein, ich habe hier keinen bösen Joke darüber gebracht, Leute. Will ich nochmal festhalten. Einsammeln. So, meine Damen und Herren, ich muss leider wieder den Klassenraum verlassen, weil ich eine unglaubliche Heldentat im Zaubereiministerium erledigen muss. Macht's gut, Gefolgschaft. So, wir schauen mal eben auf, ja, die Liste und dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze mal ab. So, da einen Haken hinter und einsammeln. Hallo, Madame Bones, ich habe diesen armen kleinen Kater hier auf dem Weg zu ihrem Büro gefunden. Was soll ich mit dem anstellen? Hallo, du kleiner süßer Kater, möchtest du... Nein, er möchte euch nicht sagen. Sorry, Leute. Muni, ciao. Ja. Hallo, Madame Bones. Ich habe alles vorbereitet, was ich vorbereiten sollte. Kriege ich jetzt irgendwie Geld von Ihnen oder so? Oder Anerkennung? Oder irgendwie sowas? Ich habe dem Beamten geholfen und zusammen mit Mad-Eye Moody einige Zeugen befragt. Außerdem habe ich jede Menge über magische Gesetze gelernt. Aber wieder vergessen. Gut gemacht. Du warst eine große Hilfe. Und hast mir geholfen, etwas Zeit mit meiner Nichte zu verbringen. Brauchen Sie sonst noch etwas von mir? Nicht sowas, was ihr gerade denkt? Nein, das ist alles. Mein Assistent ist zurück aus St. Mungo und hat seine Arbeit wieder aufgenommen. Danke für deine Hilfe. Vielleicht werden wir bald wieder zusammenarbeiten. Ich hoffe doch. Hoffentlich denkst du über eine Karriere in magischer Strafverfolgung nach. Hat ihr irgendwie... die deutsche Grammatik nicht so richtig mitbekommen oder was läuft bei der? Das ist das zweite Mal, dass mir das auffällt, oder? Euch auch? Okay,
So, Madame Bones helfen. Dank deiner Hilfe bei den Nachforschungen, Ermittlungen und beim Anlegen von Akten konnte Madame Bones für Gerechtigkeit sorgen. Wieso Madame Bones? Das war ja dann ich. Hey, hier wird einfach meine Leistung untergraben. Naja, die sollen mal abwarten, wenn ich hier Angestellter, der Chef von allem bin. Dann kläre ich das aber hier. Einsammeln. So Leute, damit haben wir die erste Lektion abgeschlossen und ich würde sagen, die zweite machen wir dann in der nächsten Folge, damit es nicht alles so gebündelt passiert. Aber bevor wir jetzt in die Aurorenzentrale gehen, was wir heute auf jeden Fall noch machen werden, würde ich sagen, machen wir noch eine Nebenaufgabe. Und mir wurde ganz oft in die Kommentare geschrieben, dass ich jetzt mal ein bisschen, ja, das Ganze komprimierter halten soll, weil, naja, ich mache immer kreuz und quer hier irgendwelche Aufgaben. Ist an sich, finde ich, auch nicht ganz so schlimm, aber ich verstehe auch eure Meinung, dass das Ganze ein bisschen mehr so, ne, zusammengefügt passieren soll. War das gut vom Satz? Nein. Ja, dann gehen wir, würde ich sagen, oder machen erstmal diese Augury-Aufgabe so weit wie möglich. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal unseren Augury besuchen. Let's go! Hey, du kleiner Augury, wo bist du denn? Nein, ich lass nicht zu, dass Dumbledore dich umbringt und dir die Federn rausreißt. Hallo, Liz. Alles klar bei dir? Hey, Liz, was machst du hier? Ich habe Cerebity aus einem, auf einen Spaziergang in das Reservat für magische Geschöpfe mitgenommen. Es wird ihm manchmal zu eng, wenn er den ganzen Tag im Slytherin-Gemeinschaftsraum verbringt. Hallo, Cerebity. Es freut mich, dass du heute keine Glühwürmchen verspeist hast. Quack! Oh, nun, zumindest hast du noch keine Glühwürmchen verspeist. Was machst du hier, Daniel? Schließlich begegnen wir uns nicht jeden Tag im Reservat für magische Geschöpfe. Ja, doch, eigentlich theoretisch, also ich bin jeden Tag hier. Wo bist du eigentlich immer, Liz? Ich bin auf der Suche nach einer Augury-Feder. Dann, darum bin ich hier, um mein Augury zu Hä? Ah lol, weil ich dem noch keinen Namen gegeben habe, heißt er einfach nur Augury und das Spiel ist einfach zu dämlich, das gebacken zu bekommen. Darum bin ich hier, um meinen Augury zu besuchen. Ja, macht Sinn. Moment mal, du bist mit einem Augury befreundet, Daniel? Das ist genial! Ja, oder? Sie sind wirklich umwerfend aus der Nähe. Ich habe noch nie einen aus der Nähe gesehen. Reden wir noch vom Augury? Ich kann dir ein... Achso. Nun, dann ist heute dein Glückstag, Liz. Augury, komm raus, wo auch immer du bist. Oh, der ist süß. Ich muss dir jetzt leider eine Feder rausreißen. Was für ein wunderschönes Geschöpf. Und überhaupt nicht so traurig und betrübt, wie ich erwartet hatte. Augury ist einfach klasse. Deswegen habe ich ihm auch noch keinen Namen gegeben. Warum dachtest du, dass er traurig wäre, Liz? Du hast bestimmt die uralten Geschichten gehört, dass der Tod nahe ist, wenn ein Augury weint. Glaubst du an diese Geschichten, Daniel? Ja, nein. Ich beziehe das mal auf meinen Glauben, bezüglich, hier, wie heißt es, ne? Aberglauben und so. Und ich meine, ich glaube persönlich auch nicht daran, dass schwarze Katzen Unglück bringen. Weil sonst hätte ich sehr viel Unglück im Leben gehabt. Weil ich einen schwarzen Kater damals hatte. Von daher sage ich nein. Nein, ich glaube nicht daran. Das ist bestimmt nur ein alter Aberglaube, den man Kindern erzählt, um sie zu erschrecken. Ich hoffe jedenfalls, du hast recht, Daniel. Aber falls nicht, bin ich jedenfalls froh, dass Augury heute gut aufgelegt ist. Allerdings. Dabei kommen wir wieder zu meiner Aufgabe. Wie soll ich denn eine Feder von diesem Augury beschaffen, ohne ihm weh zu tun? Gar nicht wahrscheinlich. Das allerletzte, was ich möchte, ist meinem neuen Freund weh zu tun. Ja, das unterscheidet mich von Dumbledore, Leute. Es gibt bestimmt eine humane Art, eine Feder von deinem Augury zu bekommen, Daniel. Hier, lass uns darüber reden. Ja, ich würde jetzt mal glatt sagen, irgendwie aus seinem Nest oder aus seinem, also da, wo der halt schläft, ne? Weil der muss ja irgendwann mal irgendwo schlafen. Und normalerweise verlieren Vögel auch mal Federn. Und dann nehme ich die und dann ist alles gut und juppie und, ne? Aber das würde ja zu schnell gehen und ich meine, die müssen uns noch ein paar Energiepunkte rausleiern. Also von daher, starten! So, also lieber Augury, kannst du dir mal gerade eben irgendwie selber eine Feder rausreißen und mir die geben, damit Dumbledore mich endlich in Ruhe lässt? Das wäre voll Togolino von dir. Aber mal ganz im Ernst, Leute. Ich glaube, Dumbledore würde nicht mal merken, ob wir dem jetzt eine Augury-Feder geben oder ob wir jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ja, jetzt nochmal dieses ein V, Leute. Ja, ein V, der hat auch geile Federn. Ich habe letztens ein Video auf YouTube, glaube ich, gesehen. Da hat ein,
Warte mal, sind die männlichen Vs mit diesen großen Schwanzfedern ausgestattet oder die Weib? Ich glaube, die männlichen in dem Fall, ne? Ich glaube schon. Da hat ein männliches V-Exemplar, was? Ein weibliches angemacht oder so. Balzersuche nennt man das, glaube ich, in der Tier-Natursprache. Und dann hat er immer seine Schwanzfedern so aufgeplustert und das sah voll cool aus. Das sah also wirklich mega cool, Leute. Das sind einfach riesen Oschi-Vögel. Naja, werde ich mir nochmal wahrscheinlich nach der Folge anschauen. Vielleicht schneide ich euch das auch rein. Vielleicht aber auch nicht, weil ich ein verdammter, vergesslicher Blödkopf bin. Aber vielleicht doch. Mal schauen. So, dann nochmal besprechen und dann nochmal ein bisschen beobachten für unsere C-Punkte im Drachenclub. Und dann nochmal ansehen und können wir es jetzt mal... Dankeschön. Yay! Und falls ihr euch fragt, wo wieder die ganzen Energiepunkte herkommen, es gab zuletzt irgendwie einen Fehler von Hogwarts Mystery. Also ich glaube zumindest, dass es ein Fehler war. Ich bin nämlich einmal ins Spiel reingegangen und da habe ich einmal 400 gratis Energiepunkte bekommen und dachte schon, ey, geil. Und dann bin ich einmal rausgegangen, bin wieder reingegangen und dann habe ich nochmal 600 gratis Energiepunkte bekommen. Ja, keine Ahnung, was da war. Kann mir mal jemand gerne von euch in die Kommentare schreiben, falls ihr auch gratis Energiepunkte bekommen habt. Gerne auch sagen, wie viele. Würde mich mal interessieren, ob das bei mir ein Fehler war oder ob das bei jedem so war. Einsammeln. Nachdem wir darüber geredet haben, weiß ich genau, wie ich eine Feder bekomme, ohne meinem neuen Augury-Freund weh zu tun. Wir werden Augury dazu bringen, uns zu seinem Nest zu führen. Genau, dort liegt... Ey, das war meine Idee vorhin! Mann, ich bin gar nicht so doof, wie ich immer denke. Nein, Spaß. Dort liegt bestimmt irgendwo eine Feder herum, die wir einfach so einsammeln können. Da gibt es nur ein Problem. Was für ein Problem, Liz? Augurys sind sehr scheue und zurückgezogene Geschöpfe. Und es wird nicht einfach, Augury dazu zu bringen, uns zu seinem Nest zu führen. Jedenfalls nicht, bevor wir uns mit ihm angefreundet und sein Wohlwollen gewonnen haben. Das stimmt, Liz. Außerdem ist Augury mein Freund und ich möchte nicht, dass er denkt, wir würden ihn ausnutzen. Lass uns in der Bibliothek treffen und Nachforschungen dazu anstellen, wie wir das Vertrauen des Augurys gewinnen können. Ja, das ist ein beschissener Plan, Daniel. Hör bitte auf, immer solche komischen Ideen zu haben. Warum ausgerechnet in der Bibliothek? Ich meine, da darf man nicht mal vernünftig miteinander reden, weil dann die Pins kommt und macht. Das macht halt einfach gar keinen Sinn. Außer natürlich, man möchte seinen Kopf in ein Buch stecken und nie wieder draus hervor. Ja. Mit Liz treffen. Komm in die Bibliothek, damit wir Nachforschungen über Augurys anstellen können. Können wir uns nicht einfach Bücher ausleihen und die im Innenhof oder so lesen? Das wäre viel schöner, gerade bei dem heißen Wetter. Aber naja, meine Meinung spielt mal wieder keine Rolle, Leute. Dann würde ich sagen, gehe ich mal an einen Ort, wo meine Meinung durchaus eine Rolle spielt. Nämlich ins Zaubereiministerium, wo sie meine Heldenhaftigkeit brauchen. Und ab dafür oder so. Hallo, ich bin's, der Daniel Granger und ich möchte wieder die Welt retten. Was macht der denn da? Ben, bitte dreh dich ganz langsam um und verlass diesen Raum. Dankeschön. Ach, kommt schon, Spiel. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Als ob ich jetzt mit dem reden muss. Kann ich nicht mit den beiden da hinten reden? Die sind mir viel sympathischer. Mir ist selbst dieser komische Tisch da sympathischer. Mir ist alles sympathischer. Boah, hi, Ben. Oh, hi, Ben. Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Geschweige denn gewünscht. Ich habe nach dir gesucht, interessiert mich in Feuchten. Ich möchte dir helfen, den Fluch der verzauberten Fenster zu... Du bist zu dämlich, Ben. Tonks und ich können etwas... Nein! Nein! Können wir nicht! Wir sind Talente. Wir sind... Helden. Wir brauchen diesen Lulatsch nicht. Ich dachte, wir hätten die Lage unter Kontrolle, aber okay. Ja, Tonks, du hast vollkommen recht. Daniel, bist du eigentlich komplett... Was ist mit dir los? Boah, dieses Haare zurückgehlen hat irgendwie sein Gehirn vernebelt. Ich weiß auch nicht, wie. Tonks und ich sind dem Hinweis nachgegangen, dass Rackettermall heute Morgen zweimal reingekommen ist. Das Alibi des Rex, mit dem wir gesprochen haben, ist wasserdicht. Wir vermuten, dass sich jemand als er ausgegeben hat, um die Fenster zu verfluchen. Jetzt macht er sich Sorgen, dass die Fenster mit seinem Zauberstab verflucht wurden. Darum wollten wir den Zauberstab von Mad-Eye überprüfen lassen. Und ihr glaubt nicht, dass er gelogen hat? Er könnte die Fenster selbst verflucht haben. Wow, auf die Idee sind wir auch schon gekommen, Ben.
Steck deinen Kopf bitte ganz tief in diesen Wassertank im Hintergrund. Wir haben mit allen Anwesenden gesprochen. Ich habe sogar einen Schreibtisch nach verdächtigen Dingen abgesucht. Wow! Was eine Leistung, Tonks. 3 Personen haben ihnen ein Alibi gegeben. Es ist unwahrscheinlich, dass sie alle gelogen haben. Wir sollten versuchen herauszufinden, warum sich jemand als Rack verkleidet haben könnte. Ja, das ist allerdings eine sehr gute Idee, Daniel. Allerdings bitte ohne Ben und ey, immerhin nur 3 Stunden. 8 Stunden hätte ich mit dem auf jeden Fall nicht ertragen und das Spiel sofort deinstalliert. Let's go! Okay. Gut, dann wollen wir es mal schnell hinter uns bringen, Leute. Mal ganz im Ernst, also, was macht Ben hier? Also jetzt mal unabhängig davon, ob ich ihn mag oder nicht, aber was macht er hier? Ich meine, der und die Aurorenzentrale. Ich könnte ihn mir eher als Kollegen von Arthur Weasley vorstellen. Jetzt nichts gegen Arthur Weasley oder so, ne? Ist auch ein ganz dufter, also, was heißt auch? Ist, also, er ist ein dufter Typ. Aber, naja, ich könnte mir trotzdem Ben neben ihm ganz gut vorstellen. So Arthur und Ben in der Muggel. Oh, das wäre cool. Das wär irgendwie lustig. Ich würde feiern. Also, Hogwarts Mystery, wenn ihr hier gerade zuschaut, was ihr ja ab und zu, also, habe ich manchmal das Gefühl, dass ihr das tut. Ja, wenn ihr hier gerade zuschaut, dann macht das gerne. Steckt ihn da rein und steckt ihn einfach woanders hin, als da, wo ich gerade bin. Das wäre voll nett. Dankeschön. So, dann nochmal beachten. Dann nochmal, nee, bestimmt nicht zuhören, da habe ich mich leider verklickt. Dann nochmal zustimmen und, eine Statue, die wir anklicken dürfen. Das ist ja eine Ehre. Okay, so, jetzt nochmal nachdenken. Natürlich bietet sich immer an bei solchen Sachen. Dann nochmal ansehen. Verdammt, Ben hat C-Punkte. Na gut, dann muss ich da durch, Leute. Es sind C-Punkte. So. Und außerdem haben wir eh besprochen, was der für ein Lulatsch ist. Also von daher passt das auch wieder. So, dann nochmal beachten. Und damit, ey. Und damit haben wir die Aufgabe gemeistert. Und ich habe wieder zu viele Energiepunkte ausgegeben, die wir wieder nicht zurückbekommen haben. Irgendwann lerne ich das, Leute. So, dafür kriegen wir nochmal 50 Münzen und einsammeln. Habe ich eigentlich dieses T-Shirt letzte Woche auch getragen? Frag für einen Freund. Ich glaube, ein Vielsafttrank ist die wahrscheinlichste Erklärung. Auf den Trichter bin ich tatsächlich auch schon gekommen. Ich glaube immer noch, dass wir es möglicherweise mit einem Metamorph Magus zu tun haben. Chunks. Aber wie gesagt, sie sind sehr selten. Nicht selten genug, um die Theorie völlig ausschließen zu können. Abgesehen davon, wenn sich jemand in mehrere Personen verwandelt hat, braucht er einen ganzen Kessel Vielsafttrank. Und etwas von der Person, in die er oder sie sich, und was mit they? Hallo? Verwandeln möchte. Von der monatelangen Herstellung des Tranks ganz zu schweigen. Was denkst du, Tonks? Du bist ziemlich still. Verzeihung, mir ist gerade eingefallen, dass ich mich mit Mr. Tricross treffen muss. Tonks? Hä? Also Leute, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Geschweige denn, was soll ich dazu denken? Ich habe gerade noch so gedacht, ja, Metamorph Magus, wir kennen nur einen Metamorph Magus aus Harry Potter und das ist Tonks. Aber warum sollte sie das gemacht haben? Lol. Fandest du Tonks auch seltsam, Dan? Ich finde dich seltsam, Ben. Aber Tonks gerade auch, ja. Sie hat sich etwas seltsam verhalten, sie führt nur ihre Anweisungen aus. Nee, sie hat sich schon seltsam verhalten. Sie hat sich in letzter Zeit etwas seltsam verhalten. Jetzt, da, nee, das hatte ich schon vorher gewusst. Man sollte denken, dass Mr. Twycross nach uns allen gerufen hätte. Ich. Warte, hast du das gehört? Harry Potter und der Feuerkelch, Ende, Kiste, Mad Eye Moody, der in der Kiste, halala, was glaubt ihr, Leute? Es könnte, ich glaub, oh mein Gott. Da könnte der echte drin sein. Sieht aus, als wäre es verschlossen, aber das ist kein Problem für eine Mary Sue von Hogwarts. Alohomora. Außer wenn ich dieses Zeichen nicht nachzeichnen kann, dann ist er tot. So, aber wir haben es geschafft, Leute. Die Welt der Zauberer konnte sich wieder auf meine Talente verlassen. So, Kiste, öffne dich und... Das hab selbst ich nicht erwartet. Tja, das muss ich jetzt zweimal nebeneinander... Nee, das geht gar nicht. Muss ich schneiden, Leute. Tonks! Tonks! Hey, Daniel, Ben, was ist passiert?
Ich fühle mich, als hätte ich eine Ewigkeit geschlafen. Wenn das die echte Tonks ist... Dann ist die Tonks, mit der ich gearbeitet habe, die falsche. Und wir haben sie gerade entwischen lassen. Sie kann nicht weit gekommen sein. Wir müssen sie verfolgen. Holy Macaroni. Okay. Das ist jetzt spannend, Leute. Das ist jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Finde den Metamorph Magus. Tonks und ich durchsuchen diesen Korridor. Wir sagen Bescheid, falls wir den Metamorph Magus sehen. Alles klar. Leute, das ist jetzt mal ein Plot-Twist gewesen. Ich hätte jetzt eigentlich jemand anderen in der Kiste erwartet, aber nicht unbedingt Tonks. Das heißt, die Tonks, mit der wir jetzt die letzten Folgen erlebt haben, war nicht die echte Tonks. Das gibt jetzt viel Stoff für neue Theorien, Leute. Und wenn ihr welche habt, dann schreibt sie gerne mal unten in die Kommentare. Mich würde das sehr interessieren. Ich werde mir auf jeden Fall auch einiges dazu überlegen. Vielleicht werde ich in der nächsten Folge schon ein bisschen was erzählen. Aber das ist jetzt mal... Das war cool. Also, sehr, sehr coole Story aktuell. Hogwarts Mystery, Daumen nach oben. Und falls ihr mir und der Folge auch einen Daumen nach oben geben wollt, Leute, macht das gerne. Und auch gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Heute ist Montag, ne? Dann am Mittwoch um 16 Uhr oder davor zu LBH oder davor zu einem neuen Livestream. Macht's gut, Leute. Ciao.